Herzlich willkommen zum Schulungsvideo zum Thema Existenzminimum und Lohnpfändung. Mein Name ist Sarah Zollinger von der Sarnau.Support AG. Heute möchte ich gerne zeigen, wie man ein Existenzminimum oder eine Lohnpfändung erfassen tut, je nachdem, was das Betriebungsamt einem meldet. Im Abacus-Demo-Mandant gibt es eine Standardsteuerung von der Abacus, die man auch gut nutzen kann für das. Das Ganze fängt an im Personalstamm, wenn ich den aufrufe und auf den Mitarbeiter unter den Lohndatengang, dann sehe ich hier zwei Felder, einmal Lohnpfändung und Existenzminimum. Als erstes zeige ich mal die Lohnpfändung, wie die zu erfassen ist. Das heisst, ich tue hier ab der Zeitachs, wo das Schreiben gekommen ist, vom Betriebungsamt, mal die Lohnpfändung rein, das wäre bei uns im Mai, mal die 800 Franken. Und tue dann hier in die Lasche Zahlweg wechseln. Jetzt sehen wir hier, dass die Hauptzahlung an Mitarbeiter geht. Darum ist sie markiert mit einem braunen H. Da unten sieht man auch die Legende. Das heisst, wir müssen jetzt eine zweite begünstigte Adresse erfassen. Auch hier schauen, dass die Zeitachs gleich ist. Das wäre bei uns der Mai. Jetzt können wir hier auch das Betriebungsamt hinzufügen. Falls das Betriebungsamt noch nicht erfasst ist, kann man hier einfach über neu ins Betriebungsamt hinzufügen. Ich empfehle dann immer, auf dem Betriebungsamt direkt noch unter den Zahlungsinstruktionen den Zahlungsgrund zu erfassen. Das ist die Pfändungsnummer, damit das Betriebungsamt nachher auch die Zahlung schnell zuordnen kann. Dann das Zweite bei einer Lohnpfändung ist auch immer da, beim Register eine Teilzahlung, da kann man wählen, man kann auch einfach einen fixen Betrag holen. Das heisst, man arbeitet nicht mit den Lohndaten da vorne, man kann ihn einfach wirklich fix da hinterlegen. Man kann aber auch einen fixen Prozentsatz vom Salär hinterlegen, aber eben üblicherweise hat man, man geht über die Lohnart, das ist eben die Lohnpfändungslohnart. Und die ist verknüpft mit dem Lohndatenfeld vorne durch, wo wir jetzt den Betrag hinterlegt haben, von 800 Franken. Dann kann man hier sagen, ob man es einmal ausführen tut oder immer ausführen tut. Mit dem ist gemeint, wenn wir jetzt im Mai mehrere Lohnperioden hätten, zum sagen, okay, für so ein einmal aus in einer Lohnperiode oder in jeder. Das gleiche hat man hier unten. Man kann wählen, ob man es im normalen Lohnlauf, Zwischenlohnlauf, speziellen Lohnlauf oder gerade im Lohnlauf ausführen. Kann man das mal so speichern. Wenn wir jetzt in die Lohnverarbeitung gehen, mal den Mitarbeiter kurz zurücksetzen, nochmal abrechnen. Zell 13 öffnet. Dann sehen wir jetzt hier unten durch schön, wie es angezeigt wird mit der Lohnart, die Lohnpfändung von 800 Franken und die Überweisung an Mitarbeiter von 4.557,15 Franken. Und auch hier sieht man links, okay, 800 Franken von der Lohnpfändung würden das Betriebungsamt gehen und der Rest geht an Mitarbeiter. Das Gleiche sieht man, wenn man die Lohnabrechnung öffnet. Auch hier sieht man schön, okay, die Lohnpfändung von 800 Franken, die wird eben angezogen aus den Lohndaten. Die Überweisung an Mitarbeiter, der anderen Lohnart und unten durch schön die Hauptzahlung an Mitarbeiter und die Lohnpfändung als Betriebungsamt. Das wäre jetzt mal, wenn man eine Lohnpfändung hätte. Bei einem Existenzminimum ist es ein bisschen anders. Auch hier gehen wir wieder in den Personalstamm auf den Mitarbeiter. Dann lösche ich das schnell löschen. Und auch beim Zahlweg das Betriebungsamt ausrühren und speichern. So, dann fangen wir wieder von vorne an, auf der Zeitachs Mai. Tun wir ein Existenzminimum rein, wo uns das Betriebungsamt gemeldet hat von 2000 Franken. Ihr könnt das speichern.
wieder unter den Lastenzahlwegen. Und jetzt ist es ein bisschen anders. Jetzt geht die Hauptzahlung als Betreibungsamt. Das heisst, auch hier können wir das Betreibungsamt hinzufügen als begünstigter Adresse. Dann das Ganze speichern. Da muss natürlich noch eine IBAN hinterlegt werden. Speichern. Und dann jetzt einfach hier mit Rechtsklick die begünstigte Adresse nach oben schieben, damit eben die Hauptzahlung als Betreibungsamt geht. Und jetzt können wir hier das Ganze auch einfach speichern. Auch hier empfehle ich immer Pfändungsnummern, die auf dem Schreiben drauf ist, hinzuzufügen. Wie gesagt, damit das Betreibungsamt das Ganze schneller zuordnen kann. Also nicht auf den Mitarbeiter, wirklich aufs Betreibungsamt wieder. Und jetzt kann man hier unter der Teilzahlung, sieht man jetzt schön, wie die Hauptzahlung wieder grau schattiert ist. Das wäre eben das Betriebsamt. Und beim Mitarbeiter können wir jetzt auch wieder die gleichen Sachen hinterlegen wie vorher. Wir gehen wieder auf die Lohnart. Und statt der Lohnpfändung ist ja jetzt das Existenzminimum. Das hinterlegen und so speichern. Vorher war es ja genau umgekehrt. Wir haben auf dem Mitarbeiter, auf dem Betriebsamt die Lohnpfändung hinterlegt und jetzt tun wir auf dem Mitarbeiter das Existenzminimum hinterlegen. Und vorne durch tun wir eben das Betriebsamt als Hauptzahlung rein und den Mitarbeiter als Nebenzahlung sozusagen. Jetzt können wir ihn wieder abrechnen. Das heisst, ich tue ihn wieder zurücksetzen, nochmal abrechnen. Auch hier ein L13, schauen, was er macht. Jetzt sehen wir auch wieder schön, okay, das Existenzminimum von 2000 wird angezogen. Überweisung als Betriebsamt das mal und nicht an Mitarbeiter. Man sieht auch hier schön, okay, 2000 Franken gehen an Mitarbeiter, das ist eben das Existenzminimum. Und alles, was darüber raus ist, geht immer als Betriebsamt. Das Gleiche können wir über die Lohnabrechnung noch anschauen. Und sieht auch hier schön, okay, das Existenzminimum von 2000 wird angezogen, die Überweisung als Betriebsamt, das ist einfach jeweils der Rest. Und unten durch genau gleich. Von der Einrichtung her können wir noch kurz darauf eingehen. Wir haben hier die Felddefinitionen. Das sind eben die Lohnwerte, die im L31 unter den Lohndaten angezogen werden. Und da sieht man schön, wie die Lohnpfändung erfasst ist und das Existenzminimum einfach als Feld. Das ist mal das Erste. Und dann können wir noch in die Lohnarten gehen. Die sind relativ weit unten. Und da sieht man auch, okay, das Existenzminimum hat eine Lohnart, Überweisung als Betriebsamt, Lohnpfändung und Überweisung an Mitarbeiter. Je nachdem, eben, ob es eine Lohnpfändung ist oder ein Existenzminimum. Auch hier werden eben die Lohndatenfelder angezogen. Das sieht man hier, zum Beispiel das Lohnwertfeld 38 und das Resultat von der Lohnart 9010. Und eben sollte man das nicht bei einem Mandant haben, kann man das einfach genau gleich übernehmen wie im Standard-Demo-Mandant von der Abacus. Danke vielmals für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal.